Hallihallig und willkommen bei Hertha Geek, Freunde. Heute mal live quasi aus Köln. Ich habe es ja schon angedroht. Ja, ich bin heute hier in Köln in der Rhein-Energie-Arena oder Rhein-Energie-Stadion. Ich weiß es jetzt nicht, auch egal. Wir haben gut gegessen mit Freunden. Ja, wir sind jetzt hier angekommen, dicht gedrängt durch Köln. Anhänger, also ich habe bislang noch keinen Herthaner gesehen, man kommt sich hier so ein bisschen einsam vor, aber es ist trotzdem eine Bombenstimmung. Wir freuen uns, wir werden gleich reingehen, wir haben schöne Karten, Oberrang, Ost sind wir hier und werden unsere Hertha massiv unterstützen. Ja? Ich werde mich dann in der Halbzeit melden und hoffentlich Gutes berichten können. Mit einer kleinen Zwischenanalyse, Halbzeitanalyse, was da unten abgegangen ist. Ja, wir drücken mal ganz doll die Daumen, dass wir da schon irgendwie eine Tendenz Richtung Hertha spüren. Wäre richtig geil. Ich bin mit Nicole hier. Guck mal, Nicole. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin auch dabei. Nicole ist auch dabei, ja. Ja, Hallöchen. Jetzt melden wir uns hier mal aus der Halbzeitpause. Es ist ja ein absolut dramatisches Spiel, wo unsere Jungs ja eigentlich schon vorne lagen, ja, und jetzt die Kölner wiederum mit 3-2 führen. Am Anfang war natürlich schrecklich, dass die Abwehr geschwächt wurde. Uremovic, ja, schwer verletzt, glaube ich. Er hat gehumpelt, wir können es jetzt noch nicht sagen. Da musste er rausgehen, dafür Rochel. Es waren zwar wunderschöne Tore von Jovetic und Toussaint, aber ich habe immer wieder gesagt, man darf die Bälle nicht reinbringen lassen, beziehungsweise reinflanken lassen, gerade auf Selke und ja jetzt Tigges. Es wäre fatal, wenn das so weitergehen würde. Ich meine, Köln ist jetzt mit einem Tor vor. Wir haben vielleicht noch, naja, eine Chance, man muss es sehen. Ein Tor vor ist natürlich nicht so viel. Wir können das vielleicht noch hinkriegen, noch hinbiegen. Aber es ist wirklich ein Schlagabtausch. Leider die Abwehr von uns heute immer wieder mit kleinen Fehlern, die dann übelst bestraft werden. Ja, wir werden ausgekontert, wie jetzt beim 3-2 für Köln. Und wir müssen einfach zusehen, hinten noch konstanter zu stehen, gleich nach der Halbzeit den Anschluss irgendwie hinkriegen, ja, und dann alles nach vorne werfen. Heute bringt ein Unentschieden irgendwie nicht sehr viel, sage ich mal. Wir müssen punkten, wir müssen es schaffen und dann sehen wir weiter. Ja. Also jetzt bin ich noch guter Dinge. Es ist zwar immer ein bisschen ätzend, weil wir natürlich auch so mitten im Köln-Block sitzen, ja, und von hinten immer die Gesänge natürlich massiv ins Ohr kriegen. Es ist schon nicht einfach, da ruhig zu bleiben, aber alles gut. Das Stadion ist wunderbar, ist natürlich mal was ganz anderes als Berliner, so nah dran zu sein. Ja, im Olympiastadion ist man mal ein Stück weiter weg und hier in Köln ist das mal eine ganz andere Geschichte, die uns eigentlich ganz gut gefällt. So ein bisschen so ein Vorfeeling, falls wir auch mal ein kleines Stadion kriegen sollten oder ein kleiner Riss, wie man sich dann fühlt. Eigentlich wunderbar. Es ist ja für uns jetzt auch mal die erste Auswärtsreise, ich gebe es zu. Ja, die Saison hier nach Köln und jetzt ganz fett die Daumen drücken, dass wir in der zweiten Halbzeit dann schnell den Anschluss hinkriegen und dann vielleicht sogar noch siegreich hier vom Feld gehen. Also bislang ist noch nichts gegessen, noch nichts ist vorbei. Ja, wir werden sehen. Okay, Leute, also dann weiter Daumen gedrückt hier. Also wir geben alles. An dieser Stelle ein super Support, ja, mit den 3000, weiß ich, 300 oder so Herthanern. Wir sind nicht weit weg von der Hertha-Ecke, sage ich mal, ja, vor der Gasttribüne. Bombe-Stimmung, ja, also die heizen richtig ein. Und tja, jetzt fehlt, wie gesagt, erstmal das 3-3. Und dann vielleicht ein 4-3 oder wie auch immer. Ich bin noch guter Dinge, noch ich nicht verloren. Und ich melde mich dann nach dem Spiel hoffentlich mit einer guten Laune
richtig heiser vom Brüllen. Und ja, das werden wir dann sehen. Okay, Leute, natürlich voller Frust. Ich bin jetzt hier noch gerade rausgekommen, ja. Doch eine Packung geworden, also ja, mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Es waren auch teilweise glückliche Tore, aber auch bei uns in der Abwehr zu deklatante Fehler, also, und die wurden hart bestraft. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, wo Nankam eingewechselt wurde. Ja, der hat nach vorne Druck gemacht und gleich am Anfang hätte er sogar fast ein Tor erzielt. Muss man ja so sehen. Und ja, was ist, müssen wir jetzt sehen. Also es sieht natürlich jetzt noch schlechter aus und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Keller müssen, ist leider jetzt schon gegeben. Aber wir sehen, was jetzt am Wochenende ist. Wir müssen gucken, wie die anderen spielen. Und Schluss ist, wenn Schluss ist, das habe ich immer wieder gesagt. Und ja, so muss man das jetzt auch sehen, okay? Ich bin auch ganz froh, weil es war wirklich nachher auch ziemlich anstrengend. Neben uns floss ziemlich viel Bier bei den ein oder anderen Kölner. Und ja, man wurde zugetextet, aber egal, ich meine, die haben sich natürlich gefreut. Die haben jetzt, glaube ich, 41 Punkte. Ja, und stehen gut da, sind safe, können nicht mehr absteigen, haben die Saison rumgekriegt. Und es ist frustrierend. Ich dachte, in der zweiten Halbzeit geht vielleicht noch was, aber es sollte nicht sein. Wir hatten auch zu wenig Chancen, zu wenig gute Chancen, die wir schlecht ausgespielt haben. Und tja, lasst die Köpfe nicht hängen, Freunde. Wir werden sehen, was ist. Ja. Man muss Wochenende jetzt abwarten, wie die anderen spielen. Ich sag's nochmal, Montag sehen wir dann weiter. Und in diesem Sinne möchte ich mich einfach hier mal verabschieden. Ja, aus dem Rhein-Energiestadion. Oder wie man sagt hier, was sagt man hier in Kölle? Köller-Love. Ja, Köller-Love. Wir gehen jetzt noch einen Kölsch trinken mit Leuten. Ja, wir haben so eine trockene Kehle. Und lass den Abend ausklingen. Dem einen oder anderen Bierchen und müssen das erstmal verkraften, wa? Okay, dann sage ich mal hier aus Köln, bleibt gesund, bleibt sportlich, wir sehen uns dann, wa? Adios, tschüss, tschüss. Ja, Leute, so einen Tag später muss ich doch nochmal einen Nachtrag hinterher schieben. Es ist mir irgendwie wichtig, die Stimmung euch nochmal kurz zu schildern, wie es uns so gestern im Stadion ergangen ist. Man muss sagen, die FC-Fans sind wirklich wahnsinnig fanatisch. Also das hat uns schon so ein bisschen umgehauen, im Stadion das so mitzuerleben. Es ist eine Einheit komplett im Stadion, anders als im Olli, wo wirklich Fans gemischt sind. Wir saßen ja relativ dicht am Gästeblock. Da hatten wir uns ja hin positioniert, um auch ein wenig härter Beistand zu haben im Stadion. Aber so richtig wohl hat man sich trotzdem nicht gefühlt. Das muss ich nochmal nachträglich sagen. Es war so ein ständiges Angebrülle, so ein Maßregeln und auch ein gewisses Angetatsche. Ja, wir waren umringt von KFC, ich war schon KFC, FC-Fans und haben das gespürt. Man wollte permanent ja, irgendwie hören, dass es quasi leid tut, da zu sein, wo man ist mit Big City. Darauf komme ich noch. Also ein permanentes Entschuldigung war irgendwie in der Luft, was uns so ein Unbehagen brachte, permanent beim Spiel gucken. Also es hat wirklich keinen Spaß gemacht, da aufs Feld die Spieler zu sehen, wenn man sich permanent irgendwie das Gefühl hat, entschuldigen zu müssen. Das kann man jetzt, glaube ich, schwer transportieren. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfinden könnt, aber uns ging es irgendwie so. Man hatte auch das Gefühl, ein Hass
auf Hertha besteht. Wir haben immer überlegt, warum eigentlich. Jeder meinte, wir schießen euch in die zweite Liga, Big City, haha, ihr müsst weg, so ungefähr. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil letztendlich Köln kann froh sein, wo sie stehen, was sie verbracht haben, warum so diesen massiven Hass dem Gegner gegenüber. Und ja, ich kenne das ja aus Berlin, dass man sich beim Preußen, ihr kennt ja den Preußen, ja, vorm Stadion, wo es lecker Grillgut gibt, trifft. Ich habe mich damals auch öfter da aufgehalten mit verschiedenen ja, Gastclubs unterhalten. Man war irgendwie in so einer Fußballstimmung, man hat ein bisschen über seinen eigenen Verein gemosert, ja, kann ja immer besser sein. Aber es war irgendwie nie so ein Hass. Und das habe ich irgendwie hier so empfunden, würde nicht gehen. Gar nicht machbar. Also will sagen, wir wollten uns eigentlich mit Freunden noch treffen nach dem Spiel. Wir haben uns kurz getroffen, aber in Hertha-Klamotten wollten wir nicht irgendwo reingehen. Also eigentlich komisch, weil Köln hat ja uns wirklich weggeschossen, kann man ja sagen. Aber trotzdem, man hat einfach das Gefühl, man ist hier nicht gern gesehen. Man sollte lieber draußen bleiben. Und so haben wir das auch gesehen. Dass, ich glaube, da war eine kleine Gruppe von Herthanern, die wollten auch noch was trinken und die wurden nicht reingelassen. Ja, die mussten draußen bleiben. Also im Ganzen, es ist halt auch eine Karnevalsstadt und die Kölner feiern halt gerne, aber ich denke mal unter sich. Ja, die wollen keinen von außerhalb dabei haben. Und so habe ich das auch mit Nicole empfunden. Man war irgendwie nicht willkommen. Und gerade das mit diesen Big City, also danke nochmal an die Fußballwelt, danke nochmal an diejenigen, die das irgendwie ins Leben gerufen haben, sei es Presse, irgendwelche Leute aus der Vereinsführung, vielen Dank. Ja, Big City ist absolut mega scheiße und man muss sich eigentlich, wenn man außerhalb von Berlin ist, permanent dafür nur entschuldigen. So kam uns das vor. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöder Nachtrag, aber es lag mir nochmal auf der Seele, das nochmal hinterherzuschieben. Und nicht, dass man schon genug gescholten ist mit dieser Niederlage und dem wahrscheinlichen Abstieg, muss man ja jetzt schon sagen, sondern auch, dass man quasi ja, hier noch so als Loser, als Big City Loser gesehen wurde. Aber ansonsten, Köln ist eine tolle Stadt, hat bietet viel. Und danke nochmal an unsere Kölner Familie, Freunde, dass wir Gäste sein durften, auch wenn der FC das irgendwie wahrscheinlich anders gesehen hat im Ganzen. Nein, nochmal vielen Dank und wir werden noch die Stadt uns angucken und ein bisschen runterkommen und wir haben auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr auf Fußball. Das ist erstmal durch. Die nächsten Tage will ich auch daran nicht mehr denken. Es ist schon schlimm genug, wie es jetzt alles verlaufen ist. Und jetzt noch mal zum Abschied mit dieser Reise noch mal zu spüren, wo man eigentlich hingehört, nicht in die erste. Und das ist traurig. Naja, okay Leute, jetzt wirklich. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis denne. Ciao.